Firma Stork, ja, die hat uns leider nicht gesponsert. Dafür finden wir immer wieder auf allen Tischen diverse Süßigkeiten und diverse Knusperartikel, wie zum Beispiel hier die Knoppers, das ist ganz wichtig, ja. Oder hier haben wir M&Ms, die Game Jam Teilnehmer kaufen das in Aktion, ja. Aktionsartikel, es muss billig sein, die haben ja nicht viel Geld, sind meistens auch Studenten, die Games entwickeln, die sind noch nicht so erfolgreich. Man kann vielleicht auf einen anderen Tisch schauen, ganz schnell. Eine Dose Pringles, die kann man auch aufmachen, kann man sich welche rausholen. Darf ich? Ja. Super, mega. Merci. Was habt ihr noch mit? Und ganz wichtig zum Game entwickeln. Zum Game entwickeln, ganz wichtig. Mein Anzug. Es gibt gewisse Durststrecken, da muss man einfach durch. Ne? Das sind also die berühmten Hotdog-Würste. Jährlich beim Global Game Jam werden diese Hotdog-Würste in die Hotdog-Maschine. Mit Brot. Ketchup. Das ist also originale Global Game Jam. Das sind scharf. Und das fertige Würstchen. Fertig ist das Hotdog. Rund. Würde ich Kunden. Dazu gibt es ein Bier.